Neue Taxitarife. Nach dem Inkrafttreten der Mindestlohnregelung sind in vielen Städten auch Taxifahrten schon teurer geworden. Seit Sonntag gelten nun auch in Cottbus die neuen Tarife. Nach der neuen Ordnung ist der Grundpreis von 2 auf 2,60 Euro gestiegen. Und auch die Zuschläge für die 5. bis 8. Person im Großraumtaxi wurden erhöht. Statt 2 sind hier jetzt 3 Euro fällig. Trotzdem legen die Preise auch jetzt noch unterhalb des Brandenburger Durchschnitts, so die Stadtverwaltung. Fit für den Frühling. Auch in diesem Jahr wird traditionell eine Woche vor Ostern wieder die Stadt geputzt. Vom 26. bis 28. März soll Cottbus mit vereinten Kräften fit für den Frühling gemacht werden. An den ersten beiden Tagen putzen Schüler, Lehrer und Eltern zusammen die Schulen sowie Hort- und Kindertagesstätten. Samstag ist der Hauptaktionstag, an dem viele freiwillige Helfer an den 19 unterschiedlichen Stationen gern gesehen sind. Mit von der Partie sind unter anderem auch die beiden großen Wohnungsgesellschaften GWC und EG Wohnen, der städtische Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen und der Verein zur Förderung der Cottbuser Parkeisenbahn. 208 plus 60 Meter Toleranz. Der Cottbuser Künstler Andy Reitz gehört zu den 10 Gewinnern des gleichnamigen Graffiti-Wettbewerbs. Das Motto in diesem Jahr hieß Buntes Brandenburg. Mit seinem Entwurf von einem Koch, der in einer Kreativfabrik ein Süppchen kocht, das Menschen bunt und glücklich macht, konnte Andy Reitz die Jury überzeugen. Vom 24. bis 26. April werden die Künstler ihre Skizzen dann an 5 Gebäudeflächen der landeseigenen Liegenschaft in Potsdam sprayen.